Hallo alle miteinander, mal wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar möchte ich heute euch ganz gerne mal wieder Zuschauerpost von meinem treuen Abonnenten Tino vorstellen. Davor noch mal kurz eine Erinnerung an die Umfrage zum vorletzten Video zum HDMI Grafikadapter für USB 3.0. Dass ihr da nochmal dran denkt, an der Umfrage teilzunehmen. Beim Handy zum Beispiel tippt ihr auf das Display, dann seht ihr oben rechts so ein Infosymbol mit einem weißen Kreis. Da müsst ihr draufklicken und dann gelangt ihr auch schon zur Umfrage. Also viel mehr ist ja auch nicht von euch verlangt. Ja, von den über 250 Zuschauern, die sich das Video angeguckt haben, haben bis jetzt lediglich 15 an der Umfrage teilgenommen. Ich bin enttäuscht von euch. Und erschreckend kommt hinzu, dass YouTube am 10. Juni die Umfragefunktion auslaufen lässt, weil die offenbar zu wenig genutzt wurde. Also die meisten dürften die wahrscheinlich gar nicht gekannt haben, nehme ich jetzt einfach mal an, weil da gibt es so viele Funktionen und das Creator Studio, das YouTube Studio, das ist so unübersichtlich. Ah, ich fand das alte doch deutlich besser. Das ist genauso wie mit der Kommentarfunktion gewesen. Früher konnte man auch noch schön Kommentare in sein Video nachträglich einbetten. Das hat YouTube dann auch sang- und klanglos verschwinden lassen, ohne passenden Ersatz. Und so wird es wahrscheinlich auch mit den Umfragen sein. Das Monty wird sich ärgern, da bin ich von überzeugt. Aber jetzt kommen wir mal hier zur Zuschauersendung. Ich weiß von nix. Er hatte mir noch nicht einmal... Doch, hatte er mir. Hier. Ein Foto von der Sendungsnummer geschickt. Das hatte er. Mir mitgeteilt, dass ein Paket unterwegs ist. Aber was drin ist, weiß ich nicht. Da soll demnächst wohl noch ein Gehäuse in Micro-ATX-Größe unterwegs sein. Und von meinem anderen Zuschauer, dem Dark Phoenix 420, erwarte ich ja auch noch ein Überraschungspaket. Mal sehen, was da dann drin sein wird. Ja, mal sehen, wann das überhaupt erstmal kommt. Das ist wiederum eine andere Geschichte. Da möchte ich jetzt aber nicht weiter drauf eingehen. Oha! Erstmal lächelt uns hier eine Windows Vista DVD entgegen. 8/32-Bit Home Basic auch noch. Ich guck mal auf die Rückseite. Könnt ihr sehen, da ist kein License Key drauf. Aber eine originale DVD. Nee, hier steht CD drauf. Aber dann steht da drunter DVD-ROM. Die wissen auch nicht, was das genau ist oder wie. Da ist nix drauf. Nur Pappe. Perfekt. Das kann ich doch für meinen neuen Raspberry nutzen. Die Länge ist auch vollkommen ausreichend. Ich würde schätzen knapp 2 Meter. Stimmt. Und zwar ein Micro HDMI. Ja, doch müsste Micro HDMI sein zu Standard HDMI. Und der neue Raspberry. Na gut, der kam ja schon letztes Jahr raus. Also wer denkt, jetzt gibt es noch wieder einen neuen, dem muss ich leider enttäuschen. Der hat nämlich hier 2 Micro-HDMI-Ausgänge, die jeweils auch 4K als Auflösung können. Naja, warum nicht? Hier ist eine PCI-Karte drin. Bisschen reingeprügelt hier. Ah, okay, das ist eine USB-Schnittstellenkarte. Ich vermute einfach mal USB 2.0. Hier ein Controller von ALI. Ja, kann sein, dass er die mal in seinem Rechner verbaut hatte für ein paar mehr USB-Anschlüsse. Vielleicht hatte sein Mainboard zu wenige interne Anschlüsse gehabt, dass er da noch weitere Peripherie anschließen konnte. Aha. Ach ja, da war ja was. Habe ich schon wieder vergessen. Und zwar...
Hier haben wir seinen alten Prozessor vom MSI B350 PC Mate, was ja zurzeit für meinen Main-PC verwendet wird, als Ersatzlösung für das nicht so dolle ASRock X170 Gaming K4, was so ein paar Problemchen hat mit den USB-Anschlüssen, und auch der Onboard-LAN wird gelegentlich deaktiviert, dass ich erstmal den Treiber wieder deinstallieren muss im Gerätemanager und dann nach neuen Geräten suchen muss. Das ist jetzt mit dem MSI B350 B350 PC Mate jetzt nicht mehr der Fall gewesen. Aber ich werde mir dennoch eines der kommenden Mainboards mit B550 Chipsatz holen, weil der X570 ist mir dann doch zu teuer. Wobei, es werden Mainboards mit X570 jetzt auch deutlich günstiger angeboten, habe ich gesehen. Aber dennoch ist keines dafür für mich geeignet. Also kommt für mich nicht in Frage, weil ich brauche 4 X1-Slots für meine ganzen Erweiterungskarten. Das ist eine andere Geschichte. Ich habe ja schon 2 Capture-Karten, eine Soundkarte und dann noch eine Firewire-Karte im Rechner stecken, neben einer Dual-Slot-Grafikkarte. Die brauchen Platz und Erweiterungsslots. Und von den X570 Mainboards wären nur Biostars X570 Racing GT 8, glaube ich, so heißt es, in Frage gekommen, welches leider jetzt nicht mehr zu kaufen gibt. Und die anderen Boards, die haben zu wenige Erweiterungsslots. Da muss ich dann erstmal gucken, ob sich das mit dem B550 ändern könnte. Aber zurück hier zum Paket. Das ist dann auch ein Ryzen der ersten Generation, der Ryzen 5 1400 mit 4 Kernen und 8 Threads. 10 MB Gesamtcache, 3,2 GHz Basistakt und 3,4 GHz Precision Boost. Ja, fragt mich jetzt gerade nicht, wie genau das funktioniert mit Precision Boost. Aber es funktioniert. Man kann den Prozessor ja auch noch übertakten. Da sitzt er auch drin. Ich muss mal gucken, ob hier noch ein Boxkühler dabei ist. Vom Gewicht könnte es der Fall sein. Ja, ich glaube schon. Hole ich noch mal kurz was. Ach, hier, der Sticker ist auch noch dabei. Ah, okay. Nicht ganz so ordentlich sauber gemacht, aber das kriegt man ja noch mit Reinigungsalkohol weg. Und hier haben wir dann AMDs Boxkühler. Mal gucken, welcher das ist. Ah, ich glaube, das... Das wirkt auch so ein bisschen surreal. Hier so ein dicker Lüfter auf so einem kleinen Kühlkörper. Aber wird auch verschraubt, wie auch der Rave Spire. Ich meine, das ist der Rave Stealth, die kleinere Variante. Reicht aber, denke ich mal, aus. Und ohne RGB-Beleuchtung. Das war dem Rave Spire des Ryzen 7 1700 Prozessors vorbehalten. Oha. Der hat auch nur einen Aluminiumboden. Der Rave Spire, der hat dann hier schon Kupferkern integriert, was, denke ich mal, besser ist von der Kühlung her. Okay. Interessant. Ja, doch. Weiter geht's. Aha, da wollte jemand alte Kabel loswerden, wie es aussieht. Oha. Was ist das denn? Ach du Schande. Wahnsinn. Hä? Ach, der ist hier so reingeschraubt? Moment. Irgendwie kriege ich das gerade hier nicht. Ach doch, muss man nur ein bisschen stärker ziehen. Dann geht das. Aber das ist eine... Wo hat er die überhaupt aufgegriffen hier? Wahnsinn. Das ist eine ultralange Audioverlängerung. Aber für 6,3 mm. Ja gut. Dann kann ich das durchaus verstehen, warum er damit nichts anfangen konnte.
Ja, mir ist die Verlängerung, meine Audioverlängerung kaputt gegangen. Also die hat einen Wackelkontakt. Wäre natürlich schön gewesen, wenn das jetzt hier... Ja, mit dem... Ah, jetzt haben wir es. Wenn das jetzt hier 3,5 mm gewesen wäre, weil so eine Buchse in einer Soundkarte ist ja schon ungewöhnlich. Naja. Ohoho. Aber immerhin. So, und da gab es noch diesen Adapter noch dabei. Ja, Kabel ist bestimmt 3 Meter, wenn nicht sogar 5 Meter lang. Leg ich mal auf Seite. Aha, okay. Das ist noch ein Stromkabel für PC-Netzteile. Moment, das kommt mir so ein bisschen dünn. Och Gottchen. Das sind ja nur 0,5 Quadratmillimeter Durchschnitt. Querschnitt hier. Wo er das ausgegraben hat, wo... Oha. Ja, das ist ein bisschen wenig für stromhungrige Rechner. Ist mir gleich schon dem schmaleren Stecker hier aufgefallen, dass das ein bisschen dürftiger sein könnte. Ah, okay, das ist gut. Hier ein Mini-USB-Kabel, das kann ich dann auch für meine FireWire-Festplatte nutzen. Die hat auch einen Mini-USB-Anschluss. Okay, gut. Das könnte, glaube ich, ein... wahrscheinlich für die Maus hier der entsprechende Adapter hier von PS2 nach USB für Mäuse. Da funktionieren dann aber nur Mäuse dran oder Tastaturen. Ich glaube, dafür gibt es das auch. USB-Sticks kannst du natürlich hiermit dann nicht an deinem PS2-Port anschließen. Das haut nicht hin. Das ist nur für Eingabegeräte. Okay. Was ist das denn jetzt hier? Das ist auch so ein altes Kabel. Mal gucken, wo ich die alle unterbringe. Hier mit 3 Kontakten ist das irgendwie XLR für Audio? Keine Ahnung. Leg ich mal auf Seite. Ach, jo! Das wird ja immer spannender hier. Wow, dass es die Dinger noch gibt. Hier, das ist eine Kugelmaus, aber nicht mit PS2, geschweige denn USB, sondern mit RS-232, das gab's auch. Ah, ist das klasse. Ja, ein bisschen vergilbt, die müsste man nochmal sauber machen. Hier hat sie auch noch einen extra Schalter. Das ist ja höchst interessant. Und es gibt auch Adapter von PS2 nach RS-232. Vielleicht hat der Schalter damit ja was zu tun. Vielleicht ist ja ein Adapter drin, ist aber nicht schlimm, wenn nicht. Ich habe ja auch einen. Aber endlich mal ein Gerät, was von RS-232 Gebrauch macht. Außer diese ultralahmen Modems von damals mit den netten Geräuschen beim Einwählen. Das war die zweite Anwendung für RS-232. Eingabegeräte. Ja, nicht schlecht. Ach, er hat mir sein Druckerkabel mitgeschickt. Aha, gut. Centronics. Gab es auch, glaube ich, für Scanner, aber wir haben auch noch so ein altes Teil auf dem Dachboden stehen, was eben diese Schnittstelle hier verwendet. Das Gerät fungiert aber nur noch als Faxgerät, weil der Drucker selbst, der ist in die Jahre gekommen, ist ein Nadeldrucker, glaube ich sogar. Bestimmt. Druckt dementsprechend auch nur schwarz-weiß und funktioniert auch nicht mehr, das Drucken. Und das waren eben die Anschlusskabel gewesen damals. Die konnten immerhin, glaube ich, 2 Megabyte die Sekunde übertragen.
Das ist offenbar, kann man sogar abschließen, eine WLAN-Antenne mit, oder ist das hier DVB-T? Das könnte auch sein. Wahrscheinlich DVB-T eher. WLAN, nee, das glaube ich nicht. Nein. Die haben dann einen anderen Anschluss. Diesen RS, irgendwas mit RSMA haben die ja. Das ist, glaube ich, eine DVB-T-Antenne. Könnte ich mal ausprobieren, ob das hier funktioniert. Mal gucken. Für Reisen eventuell. Ja, warum nicht? Ja, Molex, Nasata, Stromadapter. Das ist ja ein Stromkabel mal wieder mit Eurostecker. Und diverse Netzteile sind hier enthalten. Das ist noch hier ein S-Video-Kabel von früher zur Videoübertragung. Das war dann schon ein bisschen besser als das F-Bus mit dem gelben Anschluss, weil hier hat man zwei getrennte Kanäle. Ist also ein bisschen hochwertiger, als wenn man die Kanäle zusammen über ein Kabel, also über eine Leitung, über eine Ader übertragen würde. So. Das sieht ein bisschen kaputt aus. Das wurde offenbar irgendwo abgeschnitten. Ein Molex-Stecker. Aber vielleicht kann man daraus ja noch was basteln. Wenn sich das ergibt, das weiß ich jetzt ja noch nicht. Kann man aufbewahren. Und hier sind dann auch die Adapter, was ich meinte, hier von PS2 zu USB. Okay, das wäre jetzt die Variante für offenbar Tastaturen. Kann man aber vielleicht, nee, Moment. Nee, das geht wahrscheinlich nicht, dass man den dann auch für, ist für Tastaturen. Den kann man wahrscheinlich dann nicht für Mäuse nutzen. Und das ist auch so ein interessanter Anschluss. Wahrscheinlich haben wir hier eine vierpolige 3,5 mm Klinke auf so einen ganz seltsamen Anschluss, wofür man den braucht. Ich habe das leider nicht auf dem Schirm. Und dann gehen wir nochmal hier die Netzteile durch. Hier haben wir so einen klassischen Hohlstecker von Philips. Vielleicht so ein Telefonnetzteil. 9 Volt, 400 mA. Aber nicht DC, Direct Current, sondern AC. Das ist ein altes Netzteil mit Wechselspannung. Einfach nur ein ganz normaler Trafo, der hier zum Einsatz kommt. Das könnte wieder so ein Netzteil sein. Moment. Auch wieder hier dasselbe in grün mit 9 Volt, 400 mA, aber schon hier mit 230 Volt spezifiziert. Das heißt, dass dann auch am anderen Ende 9 Volt rauskommen dürften. Genau. Bei 220 Volt könnte es ein bisschen anders aussehen dann. Ein bisschen weniger wahrscheinlich. Aha, okay. Das ist ja mal ein Anschluss hier. Mal gucken, was wir hier Nettes haben. Royal, okay, ein Hell. 9 Volt, 450 mA, aber diesmal haben wir Direct Current, also Gleichspannung. Aber es ist auch so ein herkömmliches Netzteil, das wenig effizient ist, von daher würde ich das, glaube ich, nicht einsetzen wollen. Die Wechselspannungsnetze kann man ja für Experimente nochmal aufbewahren. Och, das ist eventuell so ein Telefonladekabel, wie es aussieht. Auch wieder hier so ein, ich muss mich beeilen, der Akku ist gleich leer. Auch wieder hier so ein altes Ding. 6,7 Volt, och, da kann man doch auch nichts mit anfangen hier, aber Gleichspannung. Panasonic. Ist wahrscheinlich wie so ein Telefonnetzteil. Okay, Karton ist leer. Ich bin mal auf die nächsten Hardware-Pakete gespannt und denkt, wie gesagt, an die Umfrage aus dem vorletzten Video. Wäre schön, wenn ihr da noch teilnehmen könntet.
Ich kann aber jetzt schon mit dem Ergebnis was anfangen. Nur dann dürft ihr nicht rumnüllen, wenn ihr nicht damit einverstanden sein solltet, was als nächstes Video kommt. Dann hättet ihr nämlich besser abstimmen sollen. Ja, ist nicht mein Problem dann. Ja, bis zum nächsten Mal.